Auf Nachrichten wie diese wartet Zakaria Zakrit schon lange. Seit einem Jahr lebt der Student aus Syrien in Istanbul. Aber seine Familie ist noch immer in der Heimat. Assalamu alaikum. Ana Zakaria Zakrit. Guten Tag, ich heiße Zakaria Zakrit. Ich bin 21 Jahre alt und stamme aus der Stadt Homs in Syrien. Ich war noch vor kurzem dort und habe an den Demonstrationen auf dem großen Platz von Homs teilgenommen. Ich konnte die Gräueltaten sehen, die Bashar al-Assads Männer dort begangen haben. Vor dem Ramadan fanden die großen Demonstrationen in Syrien nur freitags statt, nach dem Freitagsgebet. Aber während des Ramadans gab es täglich Demonstrationen, sogar schon nach dem Morgengebet. Jeden Tag gab es Proteste und gleichzeitig wurde die Repression schlimmer. Das Regime tötet immer weiter. Es tötet die Rechte der Syrer. Wir kämpfen unbewaffnet. Unsere Revolution hat keine Waffen. Das Volk kämpft weiter, ohne Unterlass. Es kämpft geduldig, bis es das Regime zu Fall bringt. Als ich in Homs war, habe ich etwas in den Augen der Leute gesehen, das ich nie zuvor gesehen hatte. Entschlossenheit, Geduld und Hilfsbereitschaft. Sunniten, Alawiten und andere. Das syrische Volk zeigt zum ersten Mal Geschlossenheit. Alle wollen das Regime stürzen. Aus Syrien stammt auch die junge Frau, die uns heute über ihr Leben in unserem Videotagebuch Generation Revolution berichtet. Sonder Sulaiman musste vor 9 Jahren wegen ihrer politischen Aktivitäten aus ihrem Heimatland Syrien fliehen. Seitdem lebt sie in Berlin. Ich bin Sonder Sulaiman. Ich komme aus Syrien. Wegen meiner politischen Aktivitäten bin ich in 2002 nach Deutschland gekommen. Das war ein sehr schwieriger Schritt, denn ich mag meine Heimat. Ich habe Sehnsucht nach meiner Familie und nach das Leben in Syrien auch. Aber es ist für mich sehr wichtig, weil ich glaube, ohne politische Arbeit gibt es keine Veränderung. Meine Partei ist Al-Hadassa-Partei. Das heißt Modernität und Demokratie für Syrien. Ich bin die Chefredakteurin der Webseite unserer Partei. Die Mitglieder der Partei sind hier in Deutschland meine Familie. Wir verbringen manchmal 15 oder 16 Stunden zusammen. Nach der arabischen Frühling fühlte ich, dass ich in einem Ausnahmezustand lebe. Manchmal verbringe ich einen Tag ohne Essen. Ich arbeite jeden Tag doppelt. Als Hauptaufgabe für mich diese Seite hier, diese Frauenrechte. Als Frau habe ich viele schwierige Situationen in Syrien erlebt. Ich möchte die Frauen, die zukünftigen Frauen in Syrien, ihre Freiheit haben. Generation Revolution, so heißt unsere Reihe, in der Frauen und Männer aus der arabischen Welt zu Wort kommen, die mit den Revolutionen in diesen Ländern irgendwie zu tun haben. Heute hören wir eine Syrerin, die seit fast 30 Jahren in der Türkei lebt. Damals flüchtete sie vor Hafiz al-Assad und dessen brutalem Vorgehen in der Stadt Hama. Ich heiße Iman Bedr. Ich bin eine Hausfrau und Mutter von 3 Kindern. Wir leben hier in Istanbul. Dank Gott haben wir die türkische Staatsbürgerschaft erhalten. 1982 waren wir vor den Ausschreitungen in Syrien geflohen. Damals unter Hafiz al-Assad, dem Vater des jetzigen Präsidenten, war es sehr hart. Er war ein mörderischer und grausamer Mensch. Wir mussten über die Gräueltaten, die in unserem Land verübt wurden, damals Schweigen bewahren. Man warnte uns, sagt bloß nichts. Sobald jemand darüber zu sprechen wagte, wurde er sofort festgenommen. 2 meiner Brüder sind auf diese Weise ins Gefängnis gekommen, wo sie 12 Jahre geblieben sind. Der Hauptunterschied zu dem, was heute passiert, ist, dass damals nicht im Fernsehen darüber berichtet wurde, dass keine Kamera Zeuge der Ausschreitungen war. Heute wissen wir, was Bashar al-Assad macht.
Selbst ein 13-jähriger Junge, Hamza El-Khatib, wurde misshandelt. Wir alle haben seine Leiche mit den Spuren der Folter gesehen. Heute ist wieder Freitag, an dem wir uns vor dem syrischen Konsulat versammeln. Es hat lang genug gedauert. Wir haben genug. Anfangs waren wir nur zu 10, dann waren wir 20, dann 30. Wir haben keine Angst mehr. Schluss mit der Folter. Es reicht.